Seit 1. Juli hat Magdeburg eine neue Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, Frau Stieler-Hinz. Ich habe mich heute mit ihr getroffen, hier am Kunstmuseum Magdeburg im Skulpturenpark. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben im Sommer in Magdeburg. Frau Stieler-Hinz, können Sie kurz mal zu Ihrem Hintergrund was sagen? Sie sind keine Magdeburgerin. Sie haben sich beworben auf die Stelle, die bundesweit oder sogar fast europaweit ausgeschrieben war. Das ist richtig. Ja, ich habe tatsächlich Magdeburg vorher noch nie live erleben dürfen. Tatsächlich ist meine Mutter gebürtige Magdeburgerin, also wie der Zufall es will, aber durch die Kriegszeiten ist sie schon in frühen Kinderjahren raus aus Magdeburg gekommen. Ansonsten hatte ich tatsächlich nie einen Bezug dazu und bin letztendlich über die Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Magdeburg auf diese Ausschreibung aufmerksam geworden und in meiner Vita werden Sie sehen, dass ich jahrelang als Kulturhauptstadtbeauftragte für die Ruhr 2010 gearbeitet habe. Insofern habe ich da immer noch einen Blick drauf auf die Kulturhauptstädte Europas und so kam das dann tatsächlich, dass gleichzeitig halt auch diese Ausschreibung lief und dass mein Interesse geweckt wurde. Insbesondere muss ich tatsächlich sagen, weil die Kulturhauptstadtbewerbung und überhaupt das kulturelle Leben hier in den letzten Jahren in Magdeburg zu einem ziemlichen Schwergewicht geworden sind. Und ein einstimmiger Beschluss für eine Bewerbung und viele andere Dinge in Sachen Kultur, das fand ich ein extrem positives Signal, was mich gereizt hat. In Minden waren Sie Beigeordnete auch für Kulturschule, Sport und Freizeit. Mhm. Was haben Sie denn da mitgebracht jetzt für Magdeburg? Was können Sie da für Erfahrungen, Kenntnisse mit einbringen? Also tatsächlich muss man erst einmal feststellen, die Grundproblematiken, die sind eigentlich überall gleich. Was kommunale Verwaltung angeht. Sei es der Westen, Osten, Norden, Süden, ist es eine größere Stadt, ist es eine kleinere Stadt. Und insofern habe ich, glaube ich, schon sehr viel Rüstzeug in den letzten Jahren in Minden mir aneignen können, insbesondere da ich dort auch einen sehr großen operativen Anteil hatte und ich wage mal zu behaupten, dass ich doch eine gute Grundkenntnis von Verwaltung und ihren Herausforderungen für die Gestaltung einer Stadt mitbringen kann. Jetzt war gerade in der Taz ein Artikel gewesen zu Magdeburg, das fand ich ganz interessant, zur Bewerbung der Kulturhauptstadt. Ja. Ja. Und die Überschrift fand ich schon toll, traumatisiert, aber cool, wurde Magdeburg bezeichnet. Wie sehen Sie das jetzt so nach den ersten Wochen? Sie sind ja jetzt seit so Ende Juni ungefähr in Magdeburg, leben hier. Wie haben Sie das so erfahren? Wurde manches bestätigt, was Sie so von Magdeburg erahnt haben, als Sie so ein bisschen recherchiert haben, wahrscheinlich nach Ihrer Bewerbung, oder wie ist es? Ja, diesen Artikel habe ich auch gelesen und ich fand ihn tatsächlich auch sehr bezeichnend und zutreffend. Und ich finde das auch einen wirklich sehr coolen Grundgedanken tatsächlich. Durch die ganze Kulturhauptstadtbewerbung, durch all das, was ich erfahren konnte, was ich mir natürlich auch angeeignet habe, ist Magdeburg tatsächlich ja eine Stadt, der es immer wieder gelungen ist, sich selbst neu zu erfinden. So ein bisschen muss ich immer so an Phönix aus der Asche irgendwie denken. Also wirklich diese disruptiven Einschnitte, die es hier in den letzten Jahrhunderten gab. Und trotzdem ist Magdeburg immer wieder daraus aufgestiegen und auch dran gewachsen letztendlich. Und ich glaube tatsächlich, in dieser Phase befindet sich Magdeburg jetzt auch wieder. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn es mit der Kulturhauptstadt gelingen könnte, weil das wäre dann ganz bestimmt auch nochmal der Push, den wir bräuchten, um ja richtig cool zu werden und, sagen wir mal, so die schmerzhaften Einschnitte der letzten Jahre in positive, kreative Energie umwandeln zu können. Genau, das ist es. Also Kulturhauptstadtbewerbung. Aber es ist ja jetzt nicht mehr lange hin. Was ist, wenn es dann nicht klappt? Das habe ich mich oft schon gefragt, weil es sind so viele tolle Ideen entstanden und Magdeburg hat sich ja schon ganz lange auf dem Weg gemacht. Das sollte eigentlich auch schon eher sein. Was haben Sie jetzt so praktisch, sagen wir mal so, ja, sprichwörtlich auf den Schreibtisch bekommen? Und was meinen Sie, was könnte man da wirklich noch verwenden, wenn es jetzt mal nicht klappt? Man muss ja davon ausgehen, kann ja passieren. Ist ja auch nicht schlimm eigentlich. Nein, da haben Sie vollkommen recht, Frau Scheinberg. Ich denke auch, es wäre tatsächlich nicht schlimm, es wäre nicht schön und wir arbeiten mit Volldampf daran, dass es tatsächlich auch gelingt. Aber
Sie haben recht. Es kann natürlich passieren, dass andere oder die Kommission uns nicht so cool finden, wie wir uns selber tatsächlich. Könnte ich natürlich nicht verstehen, aber es gibt ja vielerlei Gründe, warum solche Entscheidungen gerade auf dem politischen Parkett oftmals dann auch getroffen werden. Es natürlich, glaube ich, dass der Prozess der Bewerbung an und für sich schon so viel Positives und Gutes gebracht hat, dass es sich definitiv gelohnt hat. Und wenn es nicht so kommen würde, dann müssen wir natürlich all das, was dort entstanden ist, auch konservieren, in eine Nachhaltigkeit überführen und natürlich auch schauen, dass wir da ganz, ganz viel Positives, was an Netzwerken, was an Ideen, was kreativ entstanden ist, in die Zukunft zu transferieren. Und mein Credo ist da auch immer tatsächlich zu sagen, 2025 wird es eine Kulturhauptstadt in Deutschland geben. Und selbst wenn es Magdeburg nicht wäre, dann wird trotzdem der Fokus der kulturellen Landschaft in Europa schon ein Stück weit auf Deutschland gerichtet sein. Einige Städte sind sogar gar nicht so weit entfernt. Und genau diese Kraft, die müssen wir auch nutzen und dann tatsächlich zeigen, hier ist auch Kulturhauptstadt, wenn vielleicht auch nicht mit offiziellen Titel, aber wir werden eine Kulturhauptstadt auch in diesem Jahr ganz bestimmt sein. Und daran werden wir ganz kräftig arbeiten. Und man hat ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Also man kann ja eigentlich dann Vorlauf machen. Genau, wir haben ja auch schon ein paar sehr wegweisende Beschlüsse, die natürlich mit dem Rückenwind der Kulturhauptstadt entstanden sind, aber die auf jeden Fall spannend sind, ob es jetzt das Technikmuseum ist, ob es die Telemann-Festspieltage sind und viele andere Sachen sind ja auch schon mit diesem Rückenwind tatsächlich entstanden und werden ja auch vollzogen werden. Und darauf freue ich mich und da gibt es noch die ein oder andere spannende Idee, die wir auf jeden Fall halt auch in die Umsetzung bringen möchten. Kommen wir gleich nochmal zurück. Ich fand dann auch ganz interessant, Sie sind ja auch aus der Partei Die Grünen. Ja, und haben dann gleich auch eine Einladung angenommen von der Fraktion Die Grünen und Future in unserem Stadtrat. Wie war das für Sie? Das ist ja auch eine recht kleine Fraktion hier im Stadtrat, aber sehr, sehr engagiert. Was haben Sie mit denen jetzt, also ich habe gelesen, Sie wollen ja da auch ein bisschen zusammenarbeiten, so ein bisschen das auch nutzen. Können Sie da schon so ein bisschen was verraten oder wie war das auch für Sie jetzt, die kennenzulernen? Also tatsächlich ist es ja, oder das ist ja das Besondere hier im Rat, dass wir eigentlich 5 fast gleich große Fraktionen haben und die Grünen, Future sind halt eine davon und ich fand es sehr spannend, die Kolleginnen und Kollegen sozusagen kennenzulernen und viele von ihnen sind ja auch noch nicht so lange im Geschäft tatsächlich und wir Neuen vielleicht bringen wir dann doch nochmal die ein oder andere Idee oder den frischen Blick mit hinein und ich glaube, dafür eignen sich die Grünen Future immer ganz gut. Genau, Sie haben Technikmuseum schon angesprochen, Zentrum Industriekultur und ich weiß auch, Herr Unger, dem ist es auch immer eine Herzensangelegenheit, dass das irgendwie auch in die Schublade der Kultur kommt, endlich sein Museum. Und Sie haben ja auch den Bereich Schule, da sollen ja auch viele pädagogische Angebote dann transportiert werden, also was ja jetzt schon auch ist. Mhm. Wie fanden Sie denn das jetzt, als Sie das so kennengelernt haben, dieses Museum? Das ist ja schon, hat eine recht spannende Geschichte und die Leute sind ja so unheimlich engagiert und jetzt soll es ja richtig nach vorne gehen. Ja, das ist auch absolut notwendig, muss ich sagen, weil mein erster Besuch, da war, wie soll ich es formulieren? Ich kannte die Geschichte des Technikmuseums schon ein wenig und was dahinter steht und welche Bedeutung es einfach für die Menschen hier vor Ort auch hat und in der Region. Mir wurde doch auf jeden Fall, das war kurz bevor dann der Beschluss im Stadtrat gefällt wurde, mir war schon klar, hier muss dringend etwas passieren. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass das die Politik genauso gesehen hat. Und das Konzept, das Herr Neumann auch hier vorgelegt hat, das geht meines Erachtens wirklich in eine sehr richtige, zukunftsorientierte Richtung. Also nicht nur wirklich das Ausstellen von Museumsstücken, sondern das Vermitteln wirklich. Weil das Thema Arbeit ist nun einfach ein ganz wichtiges für uns. Also es ist Teil einfach unseres Selbst, unserer Selbstfindung und das wirklich zu beleuchten in diese Entwicklung, die Geschichte, die dahinter steht, gerade halt auch für Magdeburg und die Region, das zu beleuchten, den Menschen die Möglichkeit geben, das
sich daran zu erinnern, es aber auch verarbeiten zu können und dann aber auch den Blick nach vorne auch tatsächlich noch weiter zu richten. Was macht, wie wird sich Arbeit auch verändern? Da stehen wir ja wirklich auch vor epochalen Umwälzungen. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz und so als Politikwissenschaftlerin, Erziehungswissenschaftlerin, kann ich mich damit halt auch sehr, sehr gut identifizieren und glaube, dass das genau das ist, was Museumsarbeit halt heutzutage auch leisten muss. Einerseits natürlich das Erinnern und Bewahren und Vermitteln, aber auch die Menschen mitnehmen auf die Wege, die da noch vor uns liegen. Dieser Tage ist ja auch die Kulturstrategie 2030 verabschiedet worden. Also Sie starten da gleich mit frischem Papier im Prinzip. Ja. Da ist ein großes Thema, also was ganz gut war, wurden vorher Umfragen gestartet bei den Künstlern, die wurden gefragt, was ihnen so auf der Seele liegt. Und da war immer ein Thema Kleinkunst. Wie sehen Sie das? Wie sieht das hier in Magdeburg aktuell aus und wo sehen Sie Bedarf? Sie haben sich das ja sicherlich schon mal so ein bisschen angucken können in den ersten Wochen. Ja, das habe ich, aber tatsächlich noch nicht abschließend. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit, mir das tatsächlich aneignen zu können. Das ist, wie wir ja schon vorhin mehrfach festgestellt haben, in Corona-geprägten Zeiten auch nicht ganz so einfach. Natürlich einerseits sowieso für die Kulturaktiven ganz, ganz große Herausforderungen, um es noch schön zu umschreiben. Aber ich habe natürlich auch ein Stück weit weniger Gelegenheit, durch die Veranstaltung selber da auch hineinzutauchen. Dennoch versuche ich es. Ich bin heute Abend zum Beispiel zur Premiere der Kammerspiele in Magdeburg und versuche mir dort schon mal die Dinge herauszupicken. Aber was Ihre eigentliche Frage ist, ja tatsächlich, denke ich mal, inwiefern wird die Kulturstrategie unsere Kulturarbeit in den nächsten Jahren prägen. Das muss man ganz bestimmt im Zusammenhang sehen, auch mit der Kulturhauptstadtbewerbung. Wir setzen jetzt gerade erstmal den Fokus tatsächlich drauf, die nächsten 3 Monate zu schauen, wie können wir die Jury überzeugen und wie können wir mit der Präsentation überzeugen, um Kulturhauptstadt zu werden. Plan B, haben wir vorhin auch schon einmal kurz drüber gesprochen. Wie sieht der Plan B aus? Und da ist natürlich diese Kulturstrategie 2030 ein wichtiger Bestandteil. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe sie in Gänze gelesen. Ich glaube, 100 so und so viel Seiten. Ich glaube, wir müssen da aber auch noch mal ganz genau drauf gucken und mal schauen, was ist uns dann an welcher Stelle wie wichtig, müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch eher Priorisierungen vornehmen. Das vermute ich mal ganz stark, weil momentan ist es noch ein sehr bunter Blumengarten, den wir dort haben, oder eher Blumenwiese. Ich würde schon ganz gerne einen Garten daraus machen. Gut, da sind wir bei dem Bereich Schule. Das ist ja jetzt auch durch die Corona-Krise ziemlich, also da geht die Digitalisierung nach vorne, die irgendwie auch nicht so richtig, die ist noch in den Kinderschuhen. Die Schulen werden zwar ausgestattet, das ist das eine, aber die Lehrer müssen mitziehen. Die Eltern müssen das auch mittragen. Wo sehen Sie jetzt, also es ist ja eigentlich Ländersache, Schule ist schon klar, aber wo sehen Sie da jetzt auch Aufgaben in der Stadt Magdeburg? Was kann man da selber auch tun mit der Schullandschaft hier? Mhm. Na, wir als Landeshauptstadt sind natürlich verantwortlich für die räumliche und sächliche Ausstattung und dazu gehört natürlich auch EDV, Digitales, alles dazu. Aber mir ist es ganz wichtig, neben der sächlichen Ausstattung und natürlich die Schulen schnellstmöglich an das Netz zu bringen, mit Endgeräten auszustatten. Das ist der eine Part. Aber wie Sie schon sagten, das andere ist tatsächlich auch der Umgang damit. Es nützt uns nichts, wenn wir Kabinetträume haben, voll mit EDV gesteckt oder so. Wenn aber auch die Lehrerinnen und Lehrer vielleicht noch Berührungsängste damit haben, umzugehen oder die Entwicklung ist ja auch so schnell. Man muss ja ständig auf dem Laufenden bleiben, um die Möglichkeiten, die die Digitalität anbietet, ja auch bestmöglich nutzen zu können. Und insofern sind wir gerade dabei, das Ganze so auch in eine Drucksache zu bringen, wo ein Schwerpunkt neben der digitalen, also sächlichen Ausstattung tatsächlich halt auch die Vermittlung und die Kompetenz im Umgang mit Digitalität auch für Lehrerinnen und Lehrer sein wird, weil
Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Wie können wir wirklich das für die unsere Bildung, für die Bildung unserer Kinder auch nutzbar machen? Und für alle ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch noch dahinter, weil es gibt natürlich diejenigen, die vielleicht von Haus aus schon ein bisschen affiner sind im Umgang mit der Technik, es nutzen zu können. Eventuell wird ja Homeschooling wieder ein großes Thema werden können, sollte die Pandemie noch mal richtig zuschlagen. Und wir müssen schauen, dass wirklich wir alle auf diesem Weg mitnehmen, alle Kinder und Jugendlichen, und nicht in eine digitale Spaltung der Gesellschaft kommen. Und da sehe ich tatsächlich eine der Herausforderungen auch für die Kommune. Weil alles, was wir heute verpassen bei den Kindern, wird uns morgen später wieder einholen. Insofern ist es einfach eine Investition in die Zukunft. Sie sind ja selber Mutter von drei Kindern, die jetzt schon erwachsen sind, ja. Und wie sehen Sie das jetzt, was wollen Sie den Kindern vielleicht so auf den Weg geben, die jetzt, also Sie haben es schon angesprochen, Homeschooling, das war ja auch eine schwere Phase für die Kinder und ist ja immer noch, viele wissen ja jetzt auch nicht, wie geht's weiter nach den Sommerferien. Was kann man den Kindern so auf den Weg geben jetzt für diese Zeit, in der sie jetzt leben? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich kann sie abschließend nicht beantworten. Ich bewundere tatsächlich die Kinder und Jugendlichen, wie gut sie damit umgehen. Man entnimmt ja oft den Medien irgendwie, ach, die seien unverantwortlich und dann treffen sich dann nochmal zu Partys oder sonst irgendwie. Ich bin da tatsächlich anderer Meinung, sondern ich finde, dass doch ein Großteil der Jugendlichen sehr vernünftig mit dem Thema umgehen. Eine Vernunft, von der ich gar nicht wüsste, ob ich sie in jungen Jahren schon so gehabt hätte. Das muss ich tatsächlich sagen, weil der Fokus in jungen Jahren liegt ganz bestimmt woanders als irgendwie auf Corona und Schutz und Abstand halten. Ich möchte tatsächlich die Jugendlichen eher darin bestärken, durchzuhalten, dass wir gemeinsam tatsächlich für alle von jung bis alt diese Krise durchstanden haben, durchzuhalten und ehrlich gesagt, meine Hochachtung für den Großteil der Jugendlichen, die das so gut irgendwie mitmachen und übernehmen. Und dieses jugendliche Bashing wird es von mir ganz bestimmt nicht geben, sondern wirklich eher Hochachtung. Und ich hoffe, dass sie auch weiterhin trotz Corona das Thema Nachhaltigkeit nicht vergessen, weil das ist letztendlich eine der Grundursachen, warum wir uns, glaube ich, überhaupt in dieser Phase befinden. Dann haben wir noch den Bereich Sport. Wie stehen Sie dazu? Also klar, wir haben unseren FCM hier in Magdeburg, wir haben Handball. Aber es ist ja auch, ja, es ist das natürlich mit den Sportvereinen auch wieder schwierig in der Zeit. Ne? Aber wie sehen Sie da so die Landschaft? Wie ist das so aufgestellt in Magdeburg, auch mit dem Breitensport vielleicht? Ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich auch hier den Sportbereich habe. Viele denken ja, ach, da kommt so eine Kulturdezernentin oder Beigeordnete und Sport ist dann immer so, irgend so ein kleines Randthema. Das ist absolut nicht der Fall. Es mag auch daran liegen, dass mein Mann jahrzehntelang Sportredakteur war, dass es sozusagen in unserer Familie einfach immer ein wichtiger Bestandteil war. Und ich freue mich schon sehr auf das erste Spiel, ob es der SCM oder der FCM hier sein wird, an denen ich persönlich wieder teilnehmen kann. Das habe ich in Minden ein Stück weit vermisst. Dort hatten wir zwar auch Handball, natürlich auch erste Liga, aber der Fußball, den habe ich da schon ein wenig vermisst. Als Kind des Ruhrgebietes ist Fußball einfach auch ganz wichtig. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Sportarten und gerade hier auch als Olympiastützpunkt im Bereich Kanu, Schwimmen, Leichtathletik und so weiter. Das sind alles, ich denke, wir sind hier in Magdeburg da sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Sportstätten und ich kann nur hoffen, dass auch die Vereine wirklich das Durchhaltevermögen haben werden, hier diese Durchstrecke zu überwinden und dass wir ganz schnell wieder dort in eine Normalität kommen, denn Sport hat gerade auch für den Bildungsbereich ist ganz, ganz wichtig einfach. Und gerade für das Miteinander, was wir ja momentan alle so ein bisschen vermissen durch Corona, auch dort hat Sport eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und ich freue mich, wenn wir wirklich wieder dort in eine Normalität zurückkommen werden. Und wir werden versuchen, als Stadt die Rahmenbedingungen so akzeptabel wie möglich zu machen, damit dies auch gelingen kann.
Sie sind ja nun im Fernsehen. Haben Sie vielleicht auch noch was für unsere Zuschauer so als Abschluss, was Sie denen so jetzt so als neue Beigeordnete auf den Weg geben wollen, so spontan? Ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil Sie das immer so auch sehr persönlich sagen. Ach so, was kann ich mit auf den Weg geben? Ich möchte Ihnen tatsächlich ganz gerne mit auf den Weg geben. Und das ist vielleicht das Schöne, wenn man neu in eine Stadt kommt. Man hat einen anderen, man hat vielleicht, ich will nicht frischen, aber man hat einen anderen Blick. Und ich muss sagen, in den letzten jetzt 5 Wochen, in denen ich hier bin, entdecke ich mit jedem Tag wieder schöne neue Seiten in Magdeburg, und davon gibt es mehr, als vielleicht die Einheimischen manchmal denken. Und da möchte ich eigentlich eher drin bestärken, dass man tatsächlich nochmal mehr Stolz auf seine Stadt gewinnt, weil ich glaube, es gibt einen Grund dafür.